Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Trockentrenn-Toiletten-Update. Wir haben die jetzt seit ca. 4-5 Wochen in Gebrauch. Also nicht durchweg, aber schon, dass wir sie benutzen. Und ihr seht das Video jetzt direkt schon nach dem Bau. Nur eine Woche versetzt, aber die haben wir halt schon tatsächlich länger. Ja. Und wollten mal so einen kurzen Zwischenstand geben, was denn bis jetzt so unsere Erfahrungen sind und wie wir das so empfinden und ob das gut oder schlecht ist. Ja, es wird ja immer viel Positives, also alle schwärmen davon, Trockentrenntoilette, das ist total geil und das ist das Beste ever, was ihr machen könnt und so. Und deswegen haben wir gedacht, wollen wir mal schauen, ob das auch wirklich so ist, was man immer alles so hört. Genau. Ja, also mein Fazit dazu ist, erstmal ist sie super schön geworden. Das hat der Sascha wirklich richtig gut gemacht. Und es ist super schön, eine Toilette unterwegs zu haben. Das war vorher schon immer alles so ein bisschen, ja, abenteuerlich. Allerdings hat die ganze Sache für mich einen kleinen Haken, denn ich kann halt nicht einfach so auf Toilette gehen, mich hinsetzen und Pipi machen. Bei der Trockentrenntoilette ist das ja halt so, dass man halt, dass das halt getrennt ist, dass man vorne halt Pipi macht und hinten halt sein großes Geschäft erledigt. Und bei mir ist das halt so, dass ich einfach irgendwie nicht, die Stelle treffe unbedingt oder nicht regelmäßig. Manchmal klappt es, manchmal halt nicht. Wo dann halt eben das Pipi dann eben halt reinlaufen soll. Und habe dann so ein bisschen rumexperimentiert, von wegen recht weit vorne gesessen und mein Becken so nach vorne geschoben, gerade gesessen und keine Ahnung was. Es gestaltet sich für mich ein bisschen schwierig. Und ich war dann doch ein bisschen überrascht, weil ich das noch nie irgendwo gehört habe. Und ich einfach denke, wurde da jetzt noch niemals drüber gesprochen. Also sollte es irgendwen unter euch geben, die auch eine Trockentrenntoilette haben, die weiblich sind und das schon mal ausprobiert haben, würde mich echt interessieren, ob ich hier die Einzige bin, die dieses Problem hat. Also für mich ist es immer noch ein kleines Abenteuer, da auf Toilette zu gehen. Deswegen benutze ich im Moment immer noch die Urinella, die ich zum Glück ja immer dabei habe, um dann einfach die richtige Stelle zu treffen. Genau. Ansonsten machen wir das. Also ist es einfach schön, eine Toilette dabei zu haben, um das große Geschäft zu verrichten. Ist das halt auch ganz toll. Und wir machen das, also wir machen es halt nicht Häufchen auf Häufchen quasi, sondern wir machen unser Geschäft und machen die Tüte zu und es kommt dann halt auch schnellstmöglich einfach in den Hausmüll. So machen wir das im Moment und ist mir irgendwie noch nicht so wirklich geheuer, das da zu sammeln. Ja, das ist mein Fazit dazu. Also mein Fazit zu unserer Trockentrenntoilette. Der Bau der Toilette, der hat sich eigentlich als ganz einfach herausgestellt. Also ein bisschen recherchiert im Internet und geguckt, welche Sachen es gibt. Dann, was mir halt gefällt, dann bestellt. Nach Preisen geguckt, klar. Und der Zusammenbau, wie ich mir das vorgestellt habe, das hat auch so ganz gut funktioniert. Jetzt benutzen wir die ja schon 4-5 Wochen und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden. Also es ist ein Quantensprung, ne? Ohne Toilette und jetzt mit Toilette. Das macht alles viel einfacher und vom Pinkeln her habe ich jetzt da kein Problem oder zumindest ist, glaube ich, vielleicht ein, zwei Mal passiert, dass ein Tröpfchen irgendwie auch hinten in den Eimer reingegangen ist. Aber jetzt irgendwie nicht großartig. Und geschichtet haben wir bisher noch nicht. Wir haben immer schön die Beutelchen genommen, wie die
wie die Hundebeutelchen und haben die dann in den Hausmüll gebracht. Aber jetzt werden wir ein bisschen länger unterwegs sein und ja, da würde ich das gerne mal ausprobieren, wie das denn ist, ob das tatsächlich nicht riecht und ob das auch ohne Ventilator funktioniert oder ob wir da noch ein bisschen modifizieren müssen. Auch mit dem Beutelchen, also wenn wir dann das Beutelchen zugemacht haben und in den Eimer halt erstmal gelassen haben, weil gerade keine Mülltonne so da war, hat man schon was gerochen, aber jetzt irgendwie, ja, kann man schlecht beschreiben. Also irgendwie scheint da die Tüte dann irgendwie auch was an Geruch von sich abgegeben zu haben. Das war aber jetzt erstmal kein Problem. Aber mich interessiert es trotzdem, wie das dann ist und deswegen möchte ich das gerne ausprobieren. Und dann werden wir bestimmt auch nochmal kurz dazu was sagen. Aber um das Ganze abzuschließen, also mein Fazit. Bau hat super funktioniert, die Benutzung funktioniert ganz gut, das Auswechseln der Beutel und das Leermachen des Urinbehälters, der hält bei uns ja so 4-5 Tage, dann müssen wir den ausleeren, also der hat 10 Liter, meine ich, habe ich gesagt, ne, genau, 10 Liter. Da kommt dann schon was zusammen, wenn man zu zweit ist und die auch dann nicht nur zwischendurch benutzt, sondern halt generell benutzt. Wenn man halt irgendwo frei steht, dann gibt es ja keine Toiletten und dann gibt es vielleicht auch nicht die Möglichkeit, in den Baum zu gehen oder sowas. Von daher ist die halt wie eine richtige Toilette in Gebrauch. Oh, ich sehe gerade, die Bibi hebt die Hand. Genau. Kleines Veto war es, ob das wirklich 4-5 Tage waren, aber das waren tatsächlich 4-5 Tage, bis wir sie ausleeren mussten. Da war der Behälter auch schon recht voll. Ne? Also, wie gesagt, so 4-5 Tage, das ist okay. Genau, das soll es auch dann schon gewesen sein zum Fazit zu der Trockentrenntoilette. Und ja, ihr dürft gespannt sein, was als nächstes passiert. Bis dahin, macht's gut! Ja, was ich noch vergessen habe, was die Vivi aber gerade schon gesagt hat, und zwar... wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder überhaupt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Interessiert uns, ja, weil wir haben jetzt schon mit mehreren gesprochen und irgendwie ist das Thema Trockentrenntoilette. Jeder kennt es, jeder möchte es haben, aber keiner hat irgendwie was dazu zu sagen. Also von daher freuen wir uns, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. So, bis dann. Und nicht vergessen.